Guten Morgen. Herzlich willkommen an diesem schönen Platz. Benvenuti in questo posto bellissimo. Jetzt habe ich die Frage, sind italienisch sprechende Menschen hier? Ci sono delle persone che parlano solo italiano. Ah, okay. Ihr zwei, gut. Wir machen Übersetzung. Faremo la traduzione. Besser. Du kannst Deutsch. Ja, der Cabot hat mir hier aufgestellt die Wirklichkeit. Qui c'è scritto la realtà. Ja, und der Geliebte. E l'amato. Die geliebte Wirklichkeit vielleicht. L'amata verità, forse. La realtà. Oder. Der Geliebte. Der Geliebte. Der Geliebte. Oppure l'amato. Ja. Ich bin im Moment unterwegs mit einem sehr einfachen Thema. Io sono in giro con un tema molto semplice. Aber erstaunlich tiefgehend und wirkungsvoll. Ma molto importante che va a fondo, stranamente. Es nennt sich die drei Dharma-Siegel. Si chiamano i tre Dharma-Siegel. Was heißt Siegel? Sidi. Sidi. Siegel. Sigil. Siegel. Come... Siegel. Siegel. Ah, ho Sigilli. Sigillo, non... Ah. Grazie. Siegel benutzt man ja kaum noch. No, certo. Oramai non si usa quasi più. Ein Siegel ist ein Zeichen, dass der Absender korrekt ist. Ah. È un segno che quello che lo manda è corretto, da dove arriva, che questa cosa è corretta. Das ist das eine. Das andere ist, ein Siegel muss man erst öffnen, bevor man die Nachricht bekommt. Sì, prima devi riuscire a aprirlo, spaccarlo, prima che riesci ad avere la notizia. So. Diese drei Dharma-Siegel heißen, Doppelpunkt, questi tre sigilli. Sigilli Dharma si chiamano? Erstens die Veränderlichkeit. L'impermanenza. L'impermanenza. Zweitens nicht ich. La seconda, non io. Oder nicht selbst. Oppure non sé. Und drittens, ganz einfach, Nirvana. Il terzo, semplicemente Nirvana. So. Die Kunst ist immer, zum Beispiel durch die Veränderlichkeit hindurch, das Unveränderliche zu berühren. Sì, l'arte è tramite il tocco. L'arte consiste nel toccare quello che non è cambiabile. No, nicht genau. Fast. Ah. Aspetta, come si potrebbe dire? Beh, l'arte è che attraversando l'impermanente, sì, di arrivare al punto del permanente, di, sì, ciò che non cambia mai. Mai. Grazie. Und das ist eigentlich die
beste, schnellste und sicherste Art, die Wirklichkeit zu berühren. E questo è la maniera più semplice e più reale per toccare la realtà. Die Wirklichkeit hat natürlich zwei Dimensionen. La realtà naturalmente ha due dimensioni. Sie hat die letztendliche Dimension. La A. Letztendlich l'ultima Dimension. Cioè, ci sono due dimensioni, una dimensione sì. assoluta. Und una dimensione relativa. Relativa. Gibt es Leute, die kein Italienisch können? C'è persone che non. Okay, wir machen beides. ja. Wir können die Wirklichkeit, wir können nie nur eine Seite der Wirklichkeit haben. Sì, non possiamo mai avere solo una parte della realtà. Es gibt keine letztendliche Wirklichkeit ohne die relative. Non c'è una ultima realtà senza la relativa realtà. Und natürlich gibt's keine relative Wirklichkeit ohne die absolute. E naturalmente non c'è una verità relativa senza la verità assoluta. So, das zweite ist den meisten Menschen klar. La seconda parte è chiara quasi a me, a tutti. Die andere Seite haben viele Menschen nicht so gerne. E l'altra parte tanta gente non piace molto. So, aber es ist nun mal so. Ma è così. So, wenn wir uns hier so umgucken, ist die Veränderlichkeit der relativen Dimension offensichtlich. Ma se ti guardo in giro, è ovvio il cambiamento della relatività, è ovvio. No, allora se ci guardiamo in giro, l'infinito cambiamento relativo è ovvio. È ovvio. Tutto sta cambiando. Sì. Wir schauen zwar hier vielleicht zum Fenster raus. Guardando fuori dalla finestra. Und sehen die Berge. Vediamo le montagne. Die wirken sehr stabil. Sembrano molto stabili. Auch die Häuser hier. Anche le case qui. Sind doch schon recht alt. Sono non tanto giovani ancora, un po' vecchiette. Und dennoch sehr veränderlich. E nonostante questo sono cambiano. Ich weiß gar nicht, aus was die Berge hier sind. Non so neanche di che cosa sono fatte le montagne qui. Ist das Kalk? Ma ci sono diverse montagne di diversa composizione. Okay. Il calcio. No, sono diverse. Ok. Jedenfalls haben diese Berge sich irgendwann aufgefaltet. Comunque questi montagne ad un certo punto sono. Und es war irgendwann mal Meer hier. E una volta c'era il mare qui. Du hast gelesen gerade dieses Jura-Meer, das hier war. Lei si rivolge a suo marito e dice, tu ne hai proprio letto di questo mare dell'Jura che una volta c'era in questa. War unglaublich voll von Leben. Era incredibilmente piena di vita. Da gab so viel Lebewesen drin, wie es seither nie mehr gab in Meeren. E c'era così tanti esseri viventi in questo mare che non c'è mai più esistita così tanta questa pienezza. Si trovano qui delle montagne che sono piene di questi fossili. Ah, ok. Hier in den Bergen gibt es viele Fossilien aus dieser Zeit. Und diese vielen, vielen, vielen Lebewesen in dem Meer damals waren damit beschäftigt, das CO2 aus der Atmosphäre zu holen. E questi esseri viventi che c'erano allora prendevano il CO2 dall'atmosfera. Ja.
was uns dann das Leben ermöglicht hat. Che ha permesso a noi la vita. So, also wir stehen auf dem Rücken von Fossilien. Noi siamo seduti sulla schiena dei fossili. Dobbiamo a loro la nostra esistenza. Und wahrscheinlich konnten sich diese Lebewesen nicht vorstellen, dass das Meer da irgendwann weg ist. Certo, e loro, questi esseri viventi, non potevano immaginarsi che una volta questo mare sarebbe sparito. Und das ist auch ganz natürlich. E questa è una cosa molto naturale. Genauso wie wir uns nicht vorstellen können, dass diese Berge irgendwann weg sind. Sì, così come noi non possiamo immaginarci che queste montagne un giorno non ci saranno più. Und wir können uns auch eigentlich nicht vorstellen, dass wir irgendwann weg sind. Non possiamo neanche immaginarci che fra un po' anche noi non esisteremo più. Auch, ich glaube auch mit 80 Jahren nicht. Ma neanche con 80 anni. Va bene. No. Glaube ich dir nicht. Ja, vielleicht hast du recht. Ja, vielleicht hast du recht. Magari ha ragione, perché penso che vivrò in un altro mondo, è vero. Che non esisto più, no. Ah, ok. No. Ja, nochmal der Witz aus Südtirol. Ancora una barzelletta da Südtirolo. Da gibt es einen Grabstein. C'è una pietra tombale. Auf dem steht. Su quella c'è scritto. Gestorben sind bis jetzt immer die anderen. Fino adesso sono morti sempre gli altri. So. Und ich glaube, dieser Satz entspricht ziemlich genau dem, was wir, wenn wir ehrlich sind, empfinden. Sì, e io penso che questa frase corrisponde a quello che noi in fondo veramente, se siamo sinceri, pensiamo, no? So, das müssen wir uns erstmal eingestehen. Sì, questo ce lo dobbiamo concedere. Di fatto mi rendo conto. Also, natürlich wissen wir alle um die Vergänglichkeit. Naturalmente sappiamo tutto che siamo non impermanenti. Ja. Allein schon deshalb, weil die anderen immer gestorben sind. Sì, per quello, perché ci sono morti sempre tutti gli altri, no? Aber es wirklich auf uns selbst anzuwenden fällt uns schwer. Sì, però vabbè, gli altri sono morti, ma metterlo su noi stessi ci riesce un po' più difficile, insomma. Gut. Wenn wir die naja, manchmal mögen wir ja die Veränderlichkeit. Sì, a volte ci piace questo cambiamento. Im Winter. Per esempio in inverno. Aber doch nicht im Sommer. Ma non in estate. Wir mögen die Veränderlichkeit, wenn wir gerade krank sind. Sì, ci piace il cambiamento, specialmente quando siamo malati. Weil es könnte ja besser werden. Ma naturalmente, perché dovrebbe diventare meglio. Wir mögen es aber nicht, wenn wir gesund sind. Ma non ci piace quando siamo sani. Weil wir könnten ja krank werden. Perché potremmo diventare malati. So, die Veränderlichkeit geht immer in beiden Richtungen. Il cambiamento va sempre in tutti i due sensi. Und die eine Richtung mögen wir und die andere mögen wir nicht. Una parte ci piace, dall'altra però no. Richtig. Capito. Oder giusto? Ist es bei irgendjemand anders? A voi sembra diversamente? No. Okay. Also, wir können so spirituell sein, wie wir wollen. Possiamo essere spirituali quanto vogliamo. Wir bleiben immer noch Menschen mit diesen Vorlieben. Rimaniamo comunque sempre degli esseri umani con queste preferenze. Okay, das stellen wir erstmal fest. Okay, allora abbiamo fatto questo punto fermo. Und können da einen Haken hin machen. E possiamo farlo risolto, come, no? Ah, okay.
Wir wissen natürlich, dass uns das überhaupt nichts hilft. E sappiamo che questo non ci aiuta niente. So. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns dem, dem Kratzigen dieser Veränderlichkeit mal zuwenden. Sì, e per questo è importante, per questo è cosa spiacevole in fondo, che ci dà fastidio di questo cambiamento, che ci occupiamo un attimo. Deshalb bitte ich euch, dass ihr mal irgendwas nehmt, wo ihr die Veränderlichkeit gar nicht mögt. Perciò vi chiedo di prendere una cosa che non che non vi piace questo cambiamento. Bei euch selbst oder bei anderen. Bei stessi o verso gli altri. Wo es euch richtig ärgert. Che vi dà proprio fastidio. Und diesmal versucht ihr dem nicht auszuweichen. E cercate di non evaderlo, questo sentimento. Sondern invece das, was da zu fühlen ist, quello zu che fühlen. Sentite, sentirlo veramente. Die Traurigkeit, Tristezza, Ärger, Rabbia, es weghaben wollen. Una cosa che non vuoi proprio avere, togliere. Die Ängstlichkeit. La paura. Wie auch immer es sich anfühlt. Qualunque modo se questo sentite questo. Und versucht es ganz tief zu berühren. E cercate di toccare molto profondamente questa cosa. Dem geben wir ein paar Minuten. A questo diamo adesso qualche minuto. Und schauen, was wir finden. E vediamo cosa troviamo. Ok. Proviamo jetzt mal die kleine. Und die Switch.
Was findet ihr? Cosa trovate? Cosa avete trovato? Gabbard, was findest du? Also mich hat fasziniert erstens, dass ganz Synchronizität und Zufall will, dass ich in den letzten Wochen gerade immer über diese Thematik nachgedacht habe. Okay. Über diese Thematik, dass wir immer das Relative und das Absolute zusammenfinden und auch haben müssen. Poi te lo dico in italiano. Dass das Absolute ist unsere Grundlage und unser Leben ist das Relative. Und auch in unserer spirituellen Entwicklung können wir nicht eines verlassen. Das gehört zusammen. Also wir wollen nicht in der Transzendenz ertrinken, sondern wir wollen die Transzendenz integrieren in unserem Leben und handeln aus dieser Ebene, ohne eine zu verlieren. Und ich höre da auf, weil... Allora, curiosamente, la sincronicità degli eventi è che queste ultime settimane pensavo proprio a tutta questa tematica del fatto che la nostra vita ha questi due aspetti, quello assoluto della trascendenza e quello relativo della nostra vita quotidiana, e che nella nostra vita spirituale non abbandoniamo mai uno, se anche ci immergiamo completamente in meditazione. Il fatto concreto ci lascia, ci tiene qui. Ed è giusto così, perché dobbiamo integrare questo aspetto nella nostra vita. Und heute gibt es ja eine große Veränderung. Cavott ist nicht rein rot. E oggi c'è un grande cambiamento, perché lui non è vestito solamente di rosso. Vedete la sua, il suo cambiamento. Ja. Was ärgert euch am meisten an der Veränderlichkeit? Also, ich wieder was fastidio al cambiamento. Aberratig. Ich habe mehr Mühe, den Berg hochzukommen. Mi fa più fatica al salire. Manchmal verabschieden sich die Zähne. E poi problemi con i denti, se ne vanno. Ja. Ich habe Mühe mit meiner Vergesslichkeit. E io ho problemi col mio dimenticare. Ja, das macht mich traurig, das macht Angst. Fa paura, fa tristezza. Und es ist auch irgendwie Einsamkeit e im Hintergrund. Diventa, in fondo è solitudine, in fondo di questo. Und als ich bei diesen drei Qualitäten geblieben bin. E quando sono rimasto in tre queste qualità? Hat sich der Geschmack von dem geändert. Aha. E allora il sapore di questo si è cambiato. Und dadurch auch das Ganze, die Vergesslichkeit, konnte ich besser annehmen. E allora in questo modo sono riuscito a accettare anche il cambiamento del dimenticare. Und wie ist der Geschmack geworden? E come è diventato questo sapore che lui dice che è meglio? Ja. Sì. Ah. Sì. Accettare. Ja. No? Annehmen. Ja. Nicht 100%. Non 100%. Non 100%. Ok, wunderbar. Bello. Und was noch? C'è ancora qualcosa? Ma io ho guardato la non accettazione della malattia, dell'essere malati, anche la mancanza di energia. Ja, also mir zum Beispiel krank sein oder keine Energie, zu wenig Energie haben. E il primo momento non riuscivo assolutamente a mettere a fuoco e a entrarci. Ja, am Anfang konnte ich es überhaupt nicht sehen und reingehen. E lasciavo i pensieri che giravano sempre sulla stessa parola. Ja, meine Gedanken gingen immer um das gleiche Wort.
E poi ho lasciato andare. Und dann ließ ich gehen. Ed era uno stato di pace. Und dann kam in cui, cioè non è che me l'ha risolto. Nee. Però es hat mir, es, das Problem hat sich nicht gelöst. Però ho capito il fatto che se ci entri ci puoi anche uscire. Ah. Ich habe verstanden, wenn ich reingehe, kann ich wieder rausgehen. Kann ich auch wieder rausgehen. Wow. Wunderbar. Meraviglioso. Meraviglioso. Cioè, è un bel esercizio. Es ist eine sehr schöne Übung. Molto facile. Sì, molto, ma molto facile. Bello. Molto. Sehr schön und sehr effektiv. È molto bello, molto effettivo. Grazie. Io, un po' come lei, ma ho iniziato dalla fiducia, per capire la strada da fare. Aber ich habe angefangen mit der Fiducia. Strada, Vertrauen. Vertrauen. Perché mi sento che la gente non ha fiducia in me, allora vuol dire che io non ho fiducia in me. Ja, ich fühle, dass die Leute nicht Vertrauen in mich haben, somit habe ich auch kein Vertrauen zu mir. Nein, zu dir. Nein, parlando della salute. Parlando della salute. Ja, von der Gesundheit. Gesundheit zu sprechen. Ma perché non ho fiducia in me? Perché ho paura. Ja, warum habe ich kein Vertrauen zu mir? Weil ich Angst habe. E ho capito che questa paura arriva dalla non accettazione. Und ich habe verstanden, dass diese Angst daher kommt, dass ich es nicht akzeptiere. Io non mi sento malata, ma magari devo accettare qualcosa, non lo so. Ich fühle mich nicht krank, aber vielleicht fühle ich, dass ich etwas akzeptieren muss. Ich weiß nicht was. In generale, generell. Quando un'altra persona è ammalata, io non lo accetto. Ah, wenn jemand anders krank ist, dann nehme ich das nicht an, wenn jemand anders krank ist. E mi immagino che se io dovessi avere quello, non accetto. Ah, und ich überlege mir, wenn mir das passieren würde, ich würde es nicht akzeptieren. E la chiave è accettare. Und der Schlüssel ist annehmen. Annehmen. Natürlich kann man ändern, was man ändern kann. Certo, si può cambiare quello che è cambiabile, che si può cambiare. Also man kann Aspirin nehmen, wenn man Kopfweh hat. Certo, c'è l'aspirina quando abbiamo mal di testa. Also erst Aspirin nehmen, dann akzeptieren. Prima prendere l'aspirina e dopo l'accettazione. Richtig. Molto importante. Molto importante. Oh. Was arbeitest du? Cosa fai? Che lavoro fai? Grafica. Grafica. Ah, ok. Nicht mit Kranken, also nicht Krankenschwester. No. Oder? Non sei una che cura i malati. No. No. Per fortuna. Glücklicherweise. Ah. Però molte persone intorno a me parlano delle loro malattie tutti i giorni. Ah, viele Leute rings um mich ständig sprechen sie über ihre Krankheiten. Lamentarsi. Sie beklagen sich die ganze Zeit. Und jetzt bist du immer noch traurig. Adesso sei triste. È un momento sensibile. Ich bin momentan sehr sensibel. Ist nur eine Phase. È solo una fase. Es ist nur eine Phase. Aber du bist eine sensible Frau, das weiß ich schon. Ma io so che tu sei una donna sensibile. Sì, lo so. Ich weiß es. Das ist schön.
È una cosa bella. Aber du brauchst auch, also wenn jetzt so viele Menschen um dich rum lamentieren, se c'è così tanta gente che intorno a te si lamenta, dann kannst du auch so machen. Puoi fare anche così, insomma, Mit der rechten Hand. Con la mano destra. È più importante. Segnende Abgrenzung. Ah, è una Abgrenzung, limite. Limite. I limiti e benedire. Benedici e limiti. Sì, sì, molto bello, molto bello. Zugleich, ja, gleichzeitig. Insieme. Abgrenzen. Sì. Denk mal an diese ganzen Menschen da, die dich ärgern mit ihrem Lamentieren. Ricordati tutta gente che ti danno fastidio con i loro lamenti. Stell dir vor, die sind jetzt alle hier. Sì, mantieni la distanza. Wie fühlt sich's an, wenn du das alles so reinlässt? Cosa senti se le scintre? Questo come lo fai? Erstens? Non ho capito. Nein, du stell dir vor, wie es ist, wenn die Leute um dich rum lamentieren. Immaginati com'è quando la gente intorno a te si lamenta. Und wie es dich noch. Come mi sento? Sì. Ja. Mi lamento di quelli che si lamentano. Ich lamentiere mich für die, die es tun. Oh, impaziente sono. Ich habe keine Geduld. Ja, und es fühlt sich nicht schön. So, und dann mach so. Fai così. Ah, fai così. Wie fühlt sich's dann an? Cosa senti se fai questo gesto, per esempio? Immer noch die ganzen Leute, die Krankheiten. Questa cosa, tutta sta gente con le loro malattie. Und wenn du machst so eine Haltung. La tua posizione è quella. Una separazione. Ma sì, una distanza più che separazione. Distanza e benedizione. Sì. Insieme. Distanz und Segen. Segen. Zusammen. Wie fühlt sich das an? Cosa senti in questo facendo questo? Tranquillità, ruhig. Ruhig. Jetzt musst du üben das. Devi esercitare questa cosa. So für dich. Per te. Und wenn dann die Situation auftritt. E quando ti trovi in quella situazione, musst du natürlich nicht so machen. Naturalmente non devi fare il gesto. Aber dich erinnern. Ma ricordarla. Erinner dich. Und nimm innerlich diese Haltung ein. Internamente prima questa posizione. Und dann schau, ob dich das so ein bisschen stärker macht. Sì. E cerca di vedere se questa cosa ti fortifica. Also, du siehst, es geht nicht nur um akzeptieren. Tu lo vedi, non si tratta solo di accettare. Ja, akzeptieren. Certo, accetti. Aber wir dürfen alle Hilfsmittel benutzen, die vorhanden sind. Sì, no, ma possiamo usare tutti i modi che ci facilitano la cosa. Ja. Ok. Dobbiamo trovarli. Wir müssen sie finden, sagt sie. Na, jetzt hast du ja eines. Adesso hai trovato una. È una? Questo è una. Ja. E l'altro mano si mette sul cuore, così, mano sinistra, yes. Poi, allora, destra, si fa solo così. Solo così? Sì, non lo so. Perché io penso
così io mi prendo un po' indietro, così la distanza c'è ancora più grande. Non so. Ah? Meinst, Distanz, also, mit dieser Geste also, meinst du, dass die Distanz größer wäre? Oder wie, um mich zu schützen mit der linken Hand und mit der rechten ein bisschen Abstand oder einfach... Mach nicht so kompliziert. Ja, fai lo così complicato. Non complifica. No, va bene così. Ja, ich habe immer Mühe, wenn ich etwas suchen soll, was mich stört, auch wenn ich das sicher habe. Io sempre faccio fatica, cioè, quando c'è una cosa che mi dà fastidio. Was mich jetzt gerade reut, ist, dass meine Freundin es verschlafen hat, jetzt am Morgen zu kommen. Das wäre echt für sie, aber vielleicht kommt sie noch am Nachmittag. Ah. Aber das muss ja von mir sprechen und nicht von mir. Nein, natürlich. Ich denke, das wäre genau das Thema, das jetzt. Adesso il suo tema, perché questa sua amica che doveva venire non è venuta e magari arriva al pomeriggio. Il suo problema è quello adesso. Mandale un WhatsApp. Ich habe gesagt am Nachmittag, io penso che venga pomeriggio. Ich habe gedacht, nicht während dem Satz. Ah. Anita. Für mich ist es diesmal schwierig gewesen, nicht an der Oberfläche zu bleiben. Das habe ich doch. Ja, das ist eine starke Veränderung im Gange, die ich. Da me c'è tanto cambiamento intorno a me, allora è difficile per me rimanere in superficie. Ja, also ich konnte wie nicht durchkommen. Non riuscivo ad andare in profondità. Obwohl ich eigentlich schon wusste, dass es gehen sollte. Nonostante che sapevo che doveva andare così, ma non so. Weil da gerade viel Schmerz ist in deinem Leben. Ma perché momentaneamente nella tua vita c'è tanto dolore. Wir werden es schaffen bis heute Nachmittag. Fino a questo pomeriggio ci riusciremo a aiutarti. Auch so, es ist viel Schmerz, aber es ist auch sehr viel erkennen. Dass man wenig ausrichten kann. Ma non è solamente il dolore, è anche il fatto che vedere che non riesco a farci molto. Hilflosigkeit. Che sono senza, sono persa, insomma. Also, dass man nicht wirklich steuern. Che non sono capace di guidare la cosa. Kann man es nicht steuern. No. Se dall'alto non si riesce ad guidare questa situazione, se rimango in superficie. No, dafür bist du jetzt hier. Per quello sei qui oggi. Das Leben ist ein Fluss. La vita è un flusso. Un fiume. Un flusso, ma si può dire un fiume. Un fiume. Si può dire un fiume, un flusso. No, un fiume è più giusto. Ah. Und du fühlst jetzt die Natürlich, der Fluss ist ja nicht nur Wasser. Ma naturalmente il fiume non è solo acqua. Sondern es Wasser und Schlamm. C'è acqua e melma. Und Baumstämme. Tronchi d'albero. Und Fische. Pesci. Alles Mögliche. Tutti i generi di cose. Und wir, also als Individuum. Wir als Individuum
Noi come individui sind wie ein Fluss. Siamo come un fiume. Und in dem Fluss ist natürlich alles Mögliche drin, was wir mitbringen. Naturalmente in questo fiume c'è tutto quello che noi portiamo. Baumstämme, alberi, Steine, sassi, und Wasser. E acqua. Und es ist der Fluss unseres Lebens, ist genau jetzt, genau diese Zusammensetzung, die sie jetzt ist. E il fiume della nostra vita è esattamente questo. Ed è esattamente fatto di queste cose che sono adesso dentro. So. Und wenn du Hilflosigkeit fühlst, dann habe ich das Bild von irgend so einem Baumstamm im Fluss. E se tu ti senti persa, io mi viene l'immagine di questo tronco nel fiume. Der da so trudelt. Che. Und du kannst daran oberflächlich gar nichts machen. In superficie a questo tu non puoi fare assolutamente niente. Aber auch dieser Baumstamm wird seinen Weg finden. Ma anche questo albero, tronco d'albero, troverà la sua strada. Wie auch immer das dann ausschauen mag. Qualunque modo questa cosa poi si mostrerà. Und das heißt natürlich nicht, dass immer alles gut ausgeht. Ma questo naturalmente non vuol dire che finirà tutto bene sempre. Es gibt viel zu viele Dinge auf der Welt, die nicht gut ausgehen. Ci sono tantissime cose nella vita che non finiscono bene. Was aber gut ausgeht, ist der quello che der Fluss selbst. È il fiume in se stesso. Wir lesen gerade einen furchtbaren Roman. Sto leggendo proprio in questo momento un terribile romanzo. Der heißt Der Gesang der Berge. Che significa il suono delle montagne. Und es sind die Erinnerungen einer vietnamesischen Frau. E sono i ricordi di una donna vietnamita. Und so die ganze Geschichte von ungefähr 1940 bis 1980. E tutta la storia del 14. al 18. Eine Katastrophe nach der anderen. Una catastrofe dopo l'altra. Ein Krieg nach dem anderen. Una guerra dopo l'altra. Ein einziges Gemetzel. Un unico ammazzarsi. Und es erzählt da die Großmutter. È la nonna che racconta questa storia. Und diese Großmutter hat aber so ein feines, großes Herz. E questa nonna ha un cuore così grande e fine. Die ist einfach immer fürs Leben. È sempre per la vita. Und irgendwie immer geht's irgendwie weiter. In un certo senso la vita continua sempre. Nicht für alle natürlich. Naturalmente non per tutti. Aber irgendwie kriegt sie dieses Schiff über den Fluss. Sì, ma in un certo senso lei riesce a gestire questa nave sul fiume. Und der Fluss ihres Lebens ist viel, viel turbulenter, als wir uns vorstellen können. Il fiume della sua vita è molto, molto turbolente che quello che possiamo immaginarci noi. Um,
Verstehst du, was ich meine? Ja. Capisci cosa voglio dire? Also sie verliert auch Kinder natürlich. Naturalmente perde anche figli. In der Hungersnot, im Krieg, in... Nella guerra, quando non c'è da mangiare. Aber sie, ich weiß, ich habe noch nicht rausgekriegt, wie sie es macht. Non ho ancora capito come riesce. Aber, also mir geht es jedenfalls so in dem Roman, dass irgendwie trotz aller Schrecklichkeit immer diese, so eine Heiterkeit bleibt. Sì, io sento che in questo romanzo, nonostante questa terribile cosa, sottofondo, c'è sempre questa chiarezza, un po' di leggerezza. Wie geht's dir da, Andreas? Ja, sie steht immer für das Leben. E lei è sempre per la vita. Und für die Wahrheit. E per la verità. Stimmt. Also wir haben jetzt gerade so ein Kapitel, da fangen die Kommunisten an, die Geschichte umzuschreiben. Ah, adesso abbiamo, stiamo leggendo un capitolo dove i comunisti cominciano a cambiare la storia, scrivendo. Plötzlich. Sie lebt in Nordvietnam. In Vietnam del Nord. Es gibt eine brutale Bodenreform. Es gibt Menschen, werden verbreiten Lügen und unterdrücken andere. Sì, gente che sopprime gli altri, che dicono bugie. Und sie sagt, wir müssen alles erinnern, wir müssen sagen, was die Wahrheit war. Sì, noi ci dobbiamo ricordare e nagen, e nagen, vabbè, e sagen. Attaccarsi alla verità. Mm. Die ganze Geschichte. E tutta questa storia. Das nehme ich auch sehr stark wahr im Moment, diese, wenn ich schaue, dass alles unversehrt ist. Das sì, anch'io questo cerco di farlo bene, vedo in questo nicht momento. Dort, wo mein Kummer ist, aber überall anders. Ja. Dove c'è il mio dolore, ma ovunque è diverso. Überall anders ist es unversehrt. Mhm. Überall anders, ovunque. Also an allen anderen Stellen. Wenn ich aus dem Haus komme, dann blühen da die letzten Rosen. Ah, sì. Und heute Morgen hatte es Sterne. Sì. Per esempio, se esco di casa vedo che lì sono in fiori le rose. Stamattina, per esempio, nel cielo c'erano le stelle. Das sind ja die schönen Dinge. Queste sono le cose belle. Und bei nicht so schönen Dingen? Le cose meno belle? Da komme ich nicht hin. E lì non ci riesco ad arrivare alle cose meno belle. Non ci riesco a arrivare. Das, diese Wahrheit der Veränderlichkeit ist deshalb ein Dharma-Siegel, Komma? Oddio. Allora, il cambiamento. Diese Veränderlichkeit der Veränderlichkeit. Diese Wahrheit der Veränderlichkeit. La verità, questa verità del cambiamento è un sigillo. È un sigillo. Del Dharma. Perché? Dharma bedeutet die Wahrheit. Dharma significa la verità. Jetzt habe ich den Faden. Ja, Entschuldigung. Nochmal, ich fange für mich von vorne an. Erstens, wir müssen dieses Siegel öffnen.
prima di tutto dobbiamo aprire questo flügel, questo sigillo. Um es zu öffnen, müssen wir fühlen. Per poterlo aprire dobbiamo sentire. Auch das, was unangenehm ist. Anche quello che non ci piace. Und wir gelangen dann. E poi arriviamo. Zu dem Fließen. A quello che scorre. Und das Fließen bleibt. E lo scorrere rimane. Oder anders formuliert. Pure detto in altra maniera. Das Leiden kommt nicht daher, dass es Veränderung gibt. Il dolore non è dovuto al cambiamento. Gibt es verschiedene Worte für Schmerz und Leid im Italienischen? Volevo sapere se ci sono varie parole di dolore e sofferenza. Ah, jetzt sprechen wir von Leiden. Adesso parliamo della sofferenza. C'è quella fisica e quella psichica. Sì, il dolore è fisico e l'altro è psichico. Das Leiden kommt daher, dass wir die Veränderung ablehnen. Sì, il dolore, no, il sofferenza. La sofferenza viene perché noi rifiutiamo quello che è. Ja. Die Tatsache, dass Dinge kommen, Dinge gehen, es gibt Geburt, es gibt Tod, bedeutet nicht Leiden. Sì, il fatto che le cose arrivano e le cose vanno, che c'è morte e che non c'è morte, non vuol dire che non c'è sofferenza. Ja, Schmerz? Ja. Dolore sì. Aber nicht dieses Leiden. Ma non questa sofferenza. Das Leiden kommt aus der Ablehnung. Sì, la sofferenza viene perché non del rifiuto. So, jetzt passiert uns irgendetwas Schlimmes. Per esempio, qualche cosa di terribile ci succede. Oder einem Menschen, den wir sehr lieben, passiert was Schlimmes. Oppure a un essere umano che noi amiamo molto gli succede qualcosa di brutto. Dann ist es normal und natürlich, dass wir erstmal sagen, nein, nein, nein. Ma è normale e naturale che noi diciamo no, no, no. Aber wir sollten da nicht stehen bleiben. Ma non dobbiamo rimanere fermi lì. Allein schon deshalb, weil wir nur etwas ändern können auf der Basis der Fakten. Sì, semplicemente per il fatto che noi possiamo solamente cambiare le cose dai fatti. Oder wie die Buddhisten sagen, auf der Basis der Soheit der Dinge. Come dicono i buddhisti, alla base del Soheit, weiß ich nicht. Dell'essere. Ja. Essere così. Essere così. So. Wir müssen dieses, dass es jetzt so ist, wie es ist, erst, das ist nicht mal eine Frage der Akzeptanz, weil es ist ja schon. Ja, non è neanche un fatto di accettare, così è. So. Und wir können das, wie es jetzt ist, nicht dadurch ändern, dass wir sagen, es soll so nicht sein. Ja, non possiamo cambiare quello che c'è con il nostro modo di fare. No, no, così non dovrebbe essere. Sondern erstmal, es ist beschissen, aber es ist so. Na, è una merda, però è così. Boah, was passiert, wenn du das versuchst, Anita? Anita, cosa succede se riesci a sentire così? Ja, das gibt Kraft zurück. Na, viene la forza. Das ist ganz wichtig. Molto importante. Und es ist aber wichtig, dazu zu sagen, es ist beschissen. Naturalmente è anche importante dire,
Nel caso tuo è una merda. Aber jetzt ist es. Ma adesso è così. Und in diesem bisschen Kraft, das dann zurückkommt, weil du irgendetwas nicht mehr abspaltest, da ruhst du dann für einen Moment aus. Sì, in quella forza che ti viene, mentre tu cerchi di non di identificarti, allora lì un attimo ti puoi riposare. Ah, das musst du gönnen. Devi imparare questo. Gleich. Dann kann auch sein, dass dann Bewegung kommt in die Emotion. E dopo viene del movimento nell'emozione. Das ist gut. E questa è una buona cosa. Und dann kannst du vielleicht wieder, weil die Kraft da ist, noch ein bisschen weiter schauen. E visto che c'hai la forza, puoi guardare un po' più avanti. Oltre. Oltre. Und das miteinander sehen. E vedere questo insieme. Vedere la cosa, dell'insieme della cosa. Den Raum. Lo spazio. Dein Sohn. Tuo figlio. Die Sterne. Le stelle. Den Raum. Lo spazio. Dein Koma. Il tuo dolore. Den Raum, lo spazio, die Sterne, le stelle, das ganze Drama, tutto il tuo dramma, den Raum, lo spazio. Und im Moment geht es noch hin und her. Eh? Per adesso sei avanti e indietro. Habe ich den Eindruck. Ho l'impressione. Mein Sohn. Vedi lo spazio, poi, oddio mio figlio. Und dann mach immer schneller. Raum, Kumma, Raum, Kumma, Raum. E poi lo farai sempre più svelto questa cosa, mio figlio. Bis es zusammenfällt. Finché cade in se stessa. Dein großer Kummer, la tua grande sofferenza, hat Platz im Raum. A posto, nello spazio. Und existiert derzeit im Raum. Ed esiste momentaneamente in questo spazio. Ändert nichts am Raum. Non cambia niente nello spazio. Dello spazio. So, das weißt du, aber kannst du es jetzt ein bisschen schmecken? Adesso che lo sai. Ne assapori un po' il gusto? Das gut. Bene. Und genauso das Bewusstsein. Das Bewusstsein. La consapevolezza. Ist wieder Raum. È come lo spazio. Dass du diesen Kummer wahrnehmen kannst. Che poi sentire questa sofferenza bedeutet, dass du Bewusstsein hast. Significa che tu hai consapevolezza. Sonst könntest du es nicht spüren. Altrimenti non potresti sentirlo. Das Bewusstsein war schon da, bevor du Kummer hattest. La consapevolezza esisteva già prima che tu avessi questa sofferenza. Und wird auch hinterher noch da sein. E ci sarà ancora dopo. Und ist jetzt da. Ed è anche qui adesso. Dasselbe für deinen Sohn. E la stessa cosa vale per tuo figlio. Der erfährt gerade alles Mögliche. Gli succedono di tutti i colori. Das bedeutet, dass da Bewusstsein ist. Significa che c'è consapevolezza. Dasselbe Bewusstsein war auch da damals vor 18, 19 Jahren.
c'era la stessa consapevolezza già 18-19 anni fa. Als ich deinen Sohn gesehen habe, wie er da so eine Burg gebaut hat im Satzan. E quando ho visto che una volta in Satzan lui si è fatto un castello. In Bremen. In Bremen. Selbe Bewusstsein. La stessa consapevolezza. Hat da gespielt mit der Burg. Lui giocava col castello. Und jetzt sind komische Dinge in diesem Bewusstsein. Adesso sono delle cose strane in questa consapevolezza. Dieses Bewusstsein bleibt klar. Wird klar. Bleibt. Ah, bleibt però klar. La consapevolezza rimane. Chiara. Immer. Sempre. Wie viel Trübung da auch sein mag. Quante cose oscure lì ci possono essere. Und aus dem Bewusstsein. E da questa consapevolezza. Da ist die Liebe zu Hause. E lì c'è l'amore. Und die Freude. E la gioia. Auch das geht nicht kaputt. Anche questo non si rompe. Alles andere kann kaputt gehen. Tutto il resto può rovinarsi. Und kann auch wieder neu entstehen. E può rinascere nuovamente. Aus dem Bewusstsein. Dalla consapevolezza. Das gilt für dich. Questo vale per te. Und für deinen Sohn. E per tuo figlio. Und alle anderen. E tutti gli resti, tutti gli altri. So, das war, ich rede das jetzt so. Io adesso dico così, so, bah, 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 bah. Faccio bla bla bla. Aber ich rede es um in dem Versuch es zu transportieren. Ma io lo parlo nel Versuch, nel cercando di trasportartelo. Und hoffe es kommt an. Di trasportarlo a te, spero che ti arrivi. Die Worte sind nicht so wichtig. Non sono così tanto importanti le parole. Come mi dann selbst vor, wie so bla bla bla. Mi sento una che fa bla 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 bla. Die dienen nur als Schiffchen auf dem Fluss. Ja, so. Questo ti servono solamente per un po'. Ami come? L'hai capito? Ti è arrivata? Wie ist es jetzt? Gut. Adesso sto meglio. Meglio, besser. Okay. Dann ist es doch erstaunlich zu sehen. È comunque incredibile vedere. Die Veränderlichkeit. Il cambiamento. Im Geist. Nella mente. In der Emotion. Nelle emozioni. Weil es hat sich nichts geändert. Perché in fondo niente è cambiato. An den Fakten. Ai fatti. Fatti non sono, infatti sono sempre quelli. Aber was, wie soll ich sagen, die Fakten sind, wie sie sind und wir können daran leiden, mehr oder weniger. I fatti sono quelli che sono, possiamo soffrirne più o meno. Ohne, dass sich unbedingt die Fakten ändern müssen. Senza che i fatti in se stessi debbano cambiarsi. Das ist doch eigenartig. Questo è in fondo incredibile. Also ich finde das höchst, immer wieder, höchst erstaunlich. No, ogni volta, questo è una cosa che mi meraviglia. Weil mein Geist ist auch so gebaut, dass er denkt, ich muss immer die Fakten ändern, damit es mir besser geht. Sì, perché anche la mia mente ragiona in modo che devo cambiare i fatti per star meglio.
Es ist nicht wahr. Ma non è vero. Nur, oder nur teilweise. Oppure solamente una parte. Nimm vielleicht mal alle auch irgendeine Begebenheit aus eurem Leben. Prendi per esempio una cosa che è successo nella vostra vita. Und versucht das zu beobachten. E cerca di vederla. Also ein einfacheres Beispiel. Cosa più semplice. Wo ich das auch mal wieder beobachtet habe. Che ho già notato questo varie volte. Ich habe vor einem halben Jahr oder so einen sehr wichtigen Schlüssel verloren. Per esempio, mezz'anno fa ho perso una chiave molto importante. Große Katastrophe. Una grande catastrofe. Furchtbar. Cioè, terribile. Piar in Aufruhr. Piar. Überall den Schlüssel gesucht. Ho cercato ovunque questa chiave. Und mit allem. Ja, verzweifelt. Ero disperata. So, Schlüssel nicht gefunden. Non lo trovavo, ma non lo trovavo. Dann, nächster Tag. Giorno dopo. Schlüssel immer noch weg. Ancora senza chiave. Aber Piat wieder glücklich. Però Piat era di nuovo felice. Dann habe ich mir gedacht, verrückt. Mi sono detto, ma questo è una roba da matti. Gestern verzweifelt, weil der Schlüssel nicht da ist. Heute ist der Schlüssel immer noch nicht da. Warum bin ich nicht mehr verzweifelt? Sì, ieri per esempio ero disperata perché la chiave non c'era. Oggi sto bene e mi domando, ma perché non sono disperata? Ich müsste doch la chiave ancora non c'è. Verzweifelt bleiben, bis dieser Schlüssel wieder io da ist. Io dovrei rimanere disperata finché ritrovo la chiave. Ich habe aber die Verzweiflung nicht mehr hergekriegt. Ma non sono riuscita più a essere disperata. Non l'ha più trovato la disperazione. Und fand es selbst irgendwie verrückt. Mi sembrava una cosa strana, pazza. Also für meinen logischen Geist. Per mente logica. So, der Schlüssel ist übrigens auch wieder aufgetaucht. Ah, poi si è ritrovato, questa chiave. Und zwar war er am Ende genau da, wo ich von Anfang an wusste, dass er zu sein hat. Per esempio, era esattamente lì, dove doveva essere all'inizio, io sapevo che doveva essere lì. Wo ich ihn aber auch schon 10-mal geguckt habe. Ma sì, ma ho guardato già 10 volte lì, ma io non lo trovavo. So, was ich damit sagen will, wir können uns auf all das überhaupt nicht verlassen. No, quello che voglio dire, non possiamo fidarci proprio di questa. Non possiamo fidarci. Also wir können uns nicht mal auf unsere eigene Verzweiflung verlassen. No, non possiamo neanche fidarci della nostra disperazione. Es könnte uns die Verzweiflung verlassen. La disperazione potrebbe abbandonarci. Bevor die gedachte Ursache der Verzweiflung beseitigt ist. Prima che la cosa che ci ha fatto disperare sparisce. Versteht ihr mich? Und jetzt guck mal, ob das nur mir so geht. Cerca di vedere se questo succede solo a me. Oder euch auch. Oppure anche a voi. Mal einen Moment nachdenken. Pensateci un attimo.
Konntet ihr dieselbe Verrücktheit bei euch auch finden? Siete riusciti a capire la stessa follia anche in voi? Super. Super, weil merkt euch das. Ricordatevi. Wir nehmen diese Verrücktheit im Allgemeinen nicht wahr. Sì, noi generalmente non ci accorgiamo di questa pazzia. Und deshalb denkt man dann immer wieder, deshalb stellt das Hirn immer wieder eine so feste Verknüpfung her, wo sie nicht unbedingt richtig ist. Sì, perché poi in questo modo il nostro cervello si fissa se una cosa che è una follia che non esiste. Nicht unbedingt. Non necessariamente. Natürlich wäre ich, wenn der Schlüssel gar nicht erst verschwunden wäre, wäre wahrscheinlich die Verzweiflung gar nicht aufgetaucht. Naturalmente, se non ci fosse stata la perdita della chiave, non avrei avuto questa disperazione. Schon, also es ist schon was dran. Certo, non è che c'è qualcosa in. Aber die Verzweiflung konnte verschwinden, bevor der Schlüssel wieder auftauchte. Ma quello è incredibile in fondo, che la disperazione è sparita prima che il ritrovamento della chiave. Und das darf auch sein. E questo può anche esistere, può anche essere. Das ist auch wichtig. Manchmal glauben wir, wie soll ich sagen? Manchmal haben wir eine Treue an der falschen Stelle. Ah, sì. Ma a volte noi siamo fedeli a certi punti sbagliati, no? Und vergessen dann, dass es niemandem hilft, wenn es uns schlecht geht. Ja. E poi ci dimentichiamo che aiutiamo nessuno se stiamo male. Ganz im Gegenteil. Al contrario. Es ist gut, wenn wir möglichst schnell wieder in uns selbst, in einen echten heiteren Zustand kommen. Sì, è molto importante che in noi stessi ritorniamo in uno stato più allegro, più leggero. Ma autentico. Ma autentico. Nicht wie eine Zudecke. No, non come una coperta per coprirlo. Sondern tief per andare in fondo. Dann poi c'è questo rilassamento. Und dann darf man auch wieder fröhlich sein, auch wenn die Umstände sich noch nicht geändert haben. E poi possiamo permetterci di essere felici e contenti, anche se le cose non si sono cambiate. Viene panico della chiave persa perché la mente non accetta. Ah, also ma sì. Poi dopo ha accettato questo. No, ha accettato. No. No. No, si sa, die Panik kommt, wenn der Schlüssel verloren ist. Aber nachher habe ich es angenommen, dass der Schlüssel verloren ist. Und sie sagt, nein, ich habe es nicht angenommen. No. No, accettato. Ich habe es nicht angenommen. Allora non capisce più. Ist schwierig. Die Verzweiflung ist ganz von selbst verschwunden. Questa disperazione è sparita da se stessa. Warum? Weil alles sich verändert. Perché? Perché tutto siamo in continuo cambiamento. Auch unsere Gefühle verändern sich sehr schnell. Anche i nostri sentimenti cambiano molto rapidamente. Nur manchmal glauben wir es nicht. Solo a volte non vogliamo crederlo. Come Wellen. Ci sono delle onde, come delle onde. Aber manchmal frieren wir die Welle ein. Ma noi a volte lo mettiamo l'onda nel freezer. Von Natur aus läuft das durch. Sì, naturalmente la cosa andrebbe avanti.
Verstehst du? Riesci a capire? No, dillo, dillo. Sì, sì. Ein wenig, sagt sie. Lasciare fluire. Ja, lassen, dass die Sachen sich verändern. Das Annehmen der Veränderung. Jetzt sind wir dabei, annehmen die Veränderung der Emotionen. Ja. Adesso stiamo lì, il cambiamento delle emozioni, di accettare il cambiamento delle emozioni. Okay. Okay. Oh, der Schlüssel kam erst hinterher wieder. Dopo, alla fine, poi la chiave è stata ritrovata. Und ich, in meiner Persönlichkeitsstruktur ist eine gehörige Portion Sturheit. Ah, e nel modo di come sono fatto c'è una grande porzione di testardaggine. So. Giusto. Also ich akzeptiere das nicht so schnell, dass der Schlüssel verschwunden ist. E io non è che accetto facilmente che la chiave si è persa. Okay. Passt. Alles okay. Diese Sturheit wird dich nicht hindern, glücklich zu sein. Questa testardaggine non ti precluderà che puoi essere felice. Du musst sie nur richtig einsetzen. Tu devi solo metterla al posto giusto. Überall. Überall. No. Das Leben, top one. La vita, top one. An erster Stelle. Ah, certo, la porta. La prima causa. Das Glücklichsein, essere felice, top two. La vita, essere felice, und das Bewusstsein. E la consapevolezza. Und da bleib mit deiner Sturheit dran. E con la tua, rimani lì, a questa cosa, con la tua testardaggine. Ah, ok. Hai capito? No? Das ist gut. No, devi rimanere lì. Da senza in questa cosa. Deine, la vita. Ein. La vita. Essere felice, cioè, la consapevolezza. Sì, rimani felice. L'amore. L'amore, certo. Naturalmente. Mettici lì la tua testardaggine. Ecco, questo in fondo vuole dire. Io. Sì. Ah, ist der Raum noch da? Okay. C'è ancora spazio? Hattest du? Ja, wir sind gewohnt, also so. Dir ist jetzt passiert, du am nächsten Tag warst du wieder glücklich. A te è successo e il giorno dopo tu eri di nuovo felice. Auch ohne Schlüssel. Anche senza chiave. Wir sind dann meistens irgendwie so konditioniert, dass wir dann denken, scheiße, ich muss jetzt aber unbedingt verzweifelt sein. Eben, sì, ja. Noi abbiamo questa condizione che diciamo, no, porca miseria, devo essere adesso infelice. Und mit etwas Übung merkt man dann schneller, bevor die Verzweiflung wieder einsetzt, dass ich mich entscheiden kann. Ja. Allora, e poi con un po' di esercizio tu ti rendi conto che posso essere felice prima. Che puoi decidere. Sì, che decidi. Prima che di essere, che decidi essere felice prima che ritrovi la chiave. Vero. Und so kann ich bei kleinen Sachen, die nicht so emotional verbunden sind. E così nelle cose piccole che non ci metto tante emozioni. Kann ich eigentlich schon schneller sagen, stopp, wie will ich mich entscheiden, darüber zu denken und zu fühlen? In queste piccole posso io dico stop, come cosa decido di pensare inerente a questa cosa o sentire inerente a questa cosa? Und dann wieder die Sturheit haben, ich will jetzt aber glücklich sein. E poi naturalmente riavere la testardaggine, voglio essere felice. Und zwar nicht nur für mich, sondern für das Ganze. Ma non solo per me, ma per tutto. Nicht,
Also das ist keine egoistische Form, dass ich will glücklich sein. No, non è una forma egoistica. Io voglio essere felice. Anche. sondern nur auf dieser Basis kann ja unsere Freude dann auch strahlen. Ja, solo in base a questo la nostra gioia può brillare. Auch für den Sohn. Anche per tuo figlio. Ja, du hattest auch. Ja, ich habe mich an meine Arbeit erinnert. Ja, mi sono ricordato il mio lavoro. Da kamen Menschen mit schlimmen Geschichten, die man nicht schönreden konnte. Es waren einfach katastrophale Situationen. Arrivavano delle persone. Kein Schönreden. Arrivavano delle persone con delle storie terribili che non potevo assolutamente vedere niente di bello, non si poteva vedere niente di bello. Aber ich wusste, ma sapevo, dass unabhängig von allen Geschichten da eine grundlegende Gutheit, Schönheit und Wahrheit und Wert besteht. Ma io sapevo che nonostante queste terribili storie qui c'era in fondo una verità, una bontà fondamentale. Ma posso dirlo io dopo? Sì, per favore. Und dieses Wissen veränderte natürlich nicht die Situation. Aber weil dieses Wissen bei mir groß war, wenn ich etwas sagte, konnte mir diese Person es glauben, weil sie die Wahrheit in meinen Worten empfunden hat. Allora, io era un ricordo del mio lavoro, quando mi arrivava della gente con delle situazioni catastrofiche, perché erano dipendenti di eroina in genere, allora erano delle situazioni che non potevi decorare di bellezza, erano brutte situazioni. Ma io avevo una conoscenza, questa conoscenza è che era indipendentemente dalle storie, questa persona aveva in sé un suo valore fondamentale, una sua bontà fondamentale, un suo essere intoccato da tutte queste storie. Questa mia conoscenza non modificava la situazione di questa persona. Però c'era una cosa, che se io dicevo qualcosa, questa persona poteva crederci, poteva credermi, perché percepivo che stavo dicendo la verità. È finito lì il discorso. Habt ihr so ein bisschen, ich meine, wir haben jetzt nur einen Tag, gell? Das ist nicht viel. Habt ihr ein bisschen einen Geschmack von dem ersten Dharma-Siegel bekommen? Visto che avevo solo un giorno a disposizione, le chiedo, avete un po' il sapore di questo sigillo del Dharma che ho voluto darvi? Avete riuscite a avere un po' di sapore, almeno il sapore? Sì. Viel mehr ist nicht nötig erstmal. No, molto di più non è possibile adesso. Und das Wesentliche ist das Berühren. Sì, e la cosa più importante è il toccato. Weil immer dann, wenn wir dieses berühren, sempre quando noi tocchiamo questa cosa, auch wenn es uns kratzt, anche se ci graffia, kommen wir dann dahin, wo der Grund des Seins ist. Sì, arriviamo a lì dove c'è la fondamenta del essere. Und dort ist keine Veränderlichkeit. E lì non c'è cambiamento, nessun cambiamento.
Auf diese Art kriegen wir einen festen Stand. Sì. In questo modo riusciamo a avere uno una stabile posizione. Ja. Das gilt zum Beispiel auch für deine Angst vor der vor Demenz. Anche questo vale per te, per la tua paura della demenza. Und es sind ja mehr ältere Herrschaften im Raum. Qui siamo piuttosto vecchiotti. Vabbè, c'è sempre la gioventù, eh? Und ganz viele ältere Menschen kriegen zunehmend Angst vor Demenz. E tanti vecchi hanno paura della demenza senile. Non mi è mai venuto in mente. Und natürlich ist es blöd. Certo, non è una bella cosa. Aber das Wichtige ist, dass wir, bevor wir ganz dement sind, unsere eigene Bewusstheit kennenlernen. Ma la cosa importante è, prima che diventiamo totalmente dementi, riconoscere la nostra fondamentale, la nostra coscienza, consapevolezza. Und dass wir beobachten mit Achtsamkeit all die Bewegungen innerhalb des Bewusstseins. Sì, e che cerchiamo di osservare con attenzione tutti questi cambiamenti nella consapevolezza. Ja. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai, ai, ai. Was? Ihr seid fleißig. Wir sind fleißig. Ja. Wir lernen. Ja, ja, aber es ist ein großer Unterschied zwischen die Bewegung des Bewusstseins und die Bewegung im Bewusstsein. Ja. Ja? Weil nämlich das Bewusstsein, von dem wir hier sprechen, bewegt sich nicht. Natürlich. Un cambiamento, un movimento della consapevolezza. Questa non si muove. Ma c'è un movimento nel. Ma c'è un movimento nella. E anche la demenza è un movimento nella consapevolezza. Sì. Anche questa demenza è un movimento nella consapevolezza. Ma la consapevolezza comunque. Jetzt musst du ins Deutsche übersetzen. Ja, also. Aiuto. Allora, auch die Demenz ist eine Bewegung im Bewusstsein. Im Bewusstsein. Kapiert ihr das? Ja. Aber das Bewusstsein individuell ist immer fundamentalmente non si. Ah, nee, bewegt sich nie. Ich meine das Bewusstsein selbst. Favoloso. Ah, grazie. Ah. Verstehst du, Fascio? Also die Worte nicht ganz hundertprozentig, also, aber ich glaube, ich verstehe die Sache, glaube ich. Lei ha chiesto se capisci e lui dice non è che capisco veramente le parole, però quello che c'è dietro credo di afferrarlo. Das große Bewusstsein quasi bewusst haben. Sì, dass wir haben questa consapevolezza. Und dann ist es natürlich wichtig, dass eine Unterscheidung zwischen Materialismus und Nicht-Materialismus. Ja, c'è una differenza tra materialismo e non materialismo. Materialisten gehen davon aus, dass erst das Hirn entstand und daraus das Bewusstsein. Sì, appunto, i materialisti dicono che prima c'era la mente e poi dopo dalla mente è venuta fuori la consapevolezza. Nicht nur mente, sondern wirklich Hirn. Sì, dal cervello. Ah, ja. Dal cervello è nata la consapevolezza. Das ist die Evolution des menschlichen Hirns brauchte, damit es Bewusstsein gibt. Sì, loro
dicono che l'evoluzione della mente ha dovuto evolversi per avere la consapevolezza. Während ich und alle, die ihr hier auf Bildern seht, davon ausgehen, dass es erst Bewusstsein gab und dann das Hirn. Sì, mentre io e tutti quelli che vedete, tutti questi santi che vedete qui, diciamo che prima c'era la consapevolezza e dopo è venuto il cervello. Und das ist natürlich auch eine Entscheidung, wovon gehe ich aus? E naturalmente anche questo è una posizione, da dove parto io? Wenn du davon ausgehst, dass das Bewusstsein abhängig ist vom Hirn, se tu parti dalla parte che tu dici, la consapevolezza dipende dal cervello, dann verlierst du alles, wenn du dement wirst. Allora perdi tutto quando diventi demente. Ah. Wenn nicht, nicht. Altrimenti no. Mein Bruder hat erzählt, dass manchmal vergisst seinen eigenen Namen. Und das ist interessant, weil da ist das Bewusstsein, das gewahr ist, dass den Namen vergessen hat. Es schön. Allora, mio fratello ha raccontato che qualche volta gli succede di non ricordarsi il proprio nome. Ed è interessante perché c'è la consapevolezza che si rende conto che ha perso il proprio nome. Ma è sempre consapevolezza. Certo. Was mich würde interessieren, quasi ist die Wichtigkeit oder die Qualität des Bewusstseins, also degenerierten Bewusstsein. Also ob es wichtig ist, irgendwie durch das durchzugehen. Durch was? Durch die Demenz. Ah, mi interessa sapere che se in fondo è importante che devo passare tramite la in mezzo alla demenza. So ungefähr so wichtig wie durch einen Infekt durchzugehen. È la stessa cosa dell'importanza come attraversare un'infezione. Ja, ist die Krankheit. È una malattia. Man kann dem ausweichen. Nein, manche Menschen werden dement und manche nicht. Nein, man kann aussteigen. Aus der Demenz? Also mit Exit, also. Ach so. Also das quasi. Ob das moralisch in Ordnung ist. Moralisch will ich nicht sagen. Vabbè. Moralisch gegenüber dem Großen. Also quasi. Das ist das, was mich interessiert momentan. Hast du das vor? Bitte? Hast du das vor? Das weiß ich nicht. Vor 5 Jahren würde ich sagen, ja. Mhm. Heute bin ich nicht sicher, deswegen habe ich es gefragt. Lui kann dir die Entscheidung nicht abnehmen. Das weiß ich. No, lui ha chiesto se lui poteva decidere di troncare la sua vita prima was che ich finde ist, e lei dice di sudarti questo consiglio. Wir werden heutzutage sehr, sehr alt. Oggi diventiamo molto, molto vecchi. Das gab es früher in diesem Ausmaß nicht. Non c'era una volta in queste. Und mit dieser verlängerten Lebenserwartung kommen neue Krankheiten. Naturalmente adesso sorgono nuove malattie. Wir haben die Intensivmedizin unglaublich entwickelt. Sì, abbiamo la medicina intensiva è andata molto avanti. So dass es ja fast schon schwierig wird, sie zu sterben. Che quasi diventato difficile morire. Zur rechten Zeit. Al tempo giusto. Ja, eine Freundin hat jetzt gerade einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Una mia amica si è messo un defibrillatore. Herzstillstand kommt dann nicht mehr in Frage. Allora non ha più il suo cuore, non si fermerà più. Und weil dem so ist und das ja auch in Ordnung,
finde ich es auch in Ordnung, wenn wir uns neue Wege suchen, wie wir uns verabschieden können. Visto che è così e che ci sono sempre nuovi vie di questo tipo, così che trovo anche giusto, però il nostro problema diventerà quando noi decidiamo adesso basta, voglio uscire. Wie ist denn das, Fascio? Wärst du schon mal gestorben ohne die Medizin? Weiß ich nicht, aber ich würde sicher ganz andere Lebensqualität haben. Ah, okay, aber du wärst noch nicht... Müsste nicht sein, aber es wäre möglich. Ja. No, Maria, dann hast du vielleicht noch nicht das Recht auf Notausgang. No, lei gli ha chiesto, ma das, ja, also ich spiele, das ist das Spannende. Allora, lei gli ha chiesto, ma tu vuoi le medicine? Sì, tu sei da. No, wie war das bei come fai senza le medicine? Okay, saresti già morto senza le medicine? Okay, lui dice no. E poi lei dice. Das könnt ihr nachher reden. Sì. Das könnt ihr nachher untereinander euch erzählen. No, e poi lui dice. Du musst es selbst entscheiden. Lui deve decidere adesso fino a quanto vuol vivere. No. Insomma. Sì, quando fermare questa cosa delle medicine o del defibrillatore. Sì, che lo, sì, non so le sue medicine, che non so. Tutti ci troveremo in questa situazione. Wir alle finden ja uns irgendwann in diese Situation meistens, oder? Ja. Ich finde es nicht schlecht, dass es solche Institutionen gibt wie Exit. No, io non trovo brutto che esistano queste istituzioni come Exit. Und es gab es ja in der Schweiz und in Holland auch. In anderen Ländern viel früher als in Deutschland. Sì, per esempio, da fängt es gerade erst an. Sì. E comincia solo adesso in Germania che esistono questi exit. Per esempio in Svizzera c'è da tanto, anche non, ma per esempio in Italia nessuno ne parla di una cosa del genere. Assolutamente. Ma c'era già. C'è il Papa lì. C'è il Vaticano. C'è il Vaticano. C'è in Sardegna esisteva già da tanto tempo. Le levatrici che avevano anche questo compito. Jetzt auf Deutsch? Also, in Sardegna bestand diese Situation vom Exit schon seit langer Zeit. Ach. Es waren meistens Hebammen, die auch diese Funktion hatten. Heimlich, unter der Hand. Ja. Klar, natürlich. Das hat es immer schon gegeben. Ja. Hm. Ihr wisst doch, wo der Fliegenpilz wächst. Und der Knollenblätterpilz. Ja, das kann ich nicht übersetzen. Blätter von Knollenblätter, Mama mia. Knolle. Un fungo molto toxico. Sì. Ah, nel bosco. Come la mamita. Ma un detto, Besondere Situation ist, finde ich, einfach wichtig, dass du mit dir selber im Einklang bist und auch dein Umfeld davon weiss. Also ich habe jetzt zwei Situationen so erlebt. Du sprichst zu leise. Das muss jetzt der Kavott übersetzen, weil du sprichst Schweizerdeutsch. Ja, grazie. Das hast du nicht verstanden. Wichtig ist einfach, dass du mit dir im Reinen bist und auch mit deinen Nächsten. Weil ich habe jetzt gleich zweimal so eine Situation erlebt. È importante che deve essere in accordo con se stesso, ma anche col mondo che li circonda, perché ha vissuto due volte una situazione simile. Die eine Situation war mein Vater,
Er wäre fast gestorben, konnte zurückgeholt werden. La prima situazione era suo padre che era quasi morto, ma poi sono riusciti a recuperarlo. Und wir durften noch 14 Jahre mit ihm verbringen. E hanno potuto vivere ancora insieme per 14 anni. Aber wir wussten, als er, wenn es nochmals so weit kommt, dass er das nicht mehr will. Ma loro sapevano che se doveva ripetersi una situazione così, lui non avrebbe più voluto continuare. Das war für uns, die Familie, war das sehr hilfreich. E questo sapere era per loro molto utile. Auf der anderen Seite habe ich vor zwei Monaten, eine gute Freundin, also sie ist auch mit Exit gegangen, sie hat sich für diesen Weg entschieden. Da un'altra situazione, proprio pochi mesi fa, una sua amica è partita proprio attraverso l'exit. Aber es war für alle Beteiligten war es gut und stimmig. Per tutte le persone circostanti la cosa era in ordine, era giusta. Wir konnten uns auch gut verabschieden. Hanno potuto congedarsi bene. Und das darf sein. Das ist der menschliche Aspekt. Ja, questo è l'aspetto. Das hat, was mich noch interessiert, ist das, was dahinter ist. Questo è l'aspetto umano, però quello che mi interessa è quello che c'è dietro questo. Was meinst du mit dahinter? Also um das Bewusstsein und Verantwortung. Bewusstsein hat nichts mit Tod zu tun. Lui dice, sì, dietro la consapevolezza, ma Piar dice, ma la consapevolezza non ha niente a che fare con la morte. Also, wir haben Verantwortung, es ist im Christlichen, ist das irgendwie 10 Gebote. Ah, nel cristianesimo ja. Noi avevamo la responsabilità, ci sono questi 10 comandamenti. Und ich glaube, es ist verbunden mit der Dharma. Mit dem? Mit Dharma. Ich denke, io penso che è connesso col Dharma. Ja, also wir dürfen gewisse Sachen machen und gewisse nicht. Ah, possiamo fare certe cose, altre cose no. Nicht aus dem menschlichen Sicht, sondern aus der göttlichen Sicht. Non also dalla parte göttlich. Umana, ma dalla parte divina. Und da bin ich am spüren. E allora è questo che sto pensando, sto sentendo. Ja, ja, du fragst nach der Moral. Tu chiedi? Nein. 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 Nach der Ethik. Nach der Ethik? Also wenn ich jemanden töte, dann schreibt sich das irgendwo in dem individuellen Bewusstsein drin. Und es hat Folgen. Wenn ich jemanden töte. Ah, se io uccido qualche cosa, una persona, questo ha degli effetti nella consapevolezza. Ja, also in diesem Zusammenhang suche ich. È in questo senso che io sto cercando di capire. Ja. Natürlich gibt's Ursache und Wirkung. Naturalmente c'è la... Aber Ursache und Wirkung ist eben im menschlichen Bereich. Causa ed effetto della causa parte umana. Però fa parte delle eine Sache der relativen Wirklichkeit. È questione della verità relativa. Und darüber hat er eigentlich gesprochen. E lui ha parlato di questo. Also es geht mir darum, wir nehmen etwas mit, wenn wir verschwinden. Das weiß ich nicht. Und das ist gar... Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ah. Ja. aber das Thema ist in diesem Bereich. Ja, aber da gibt es keine... das wissen wir nicht. Also... Darf ich jemanden töten?
No, ma lui adesso sta domandando. Nein. Ma posso uccidere qualcosa? E poi lei dice no. Weil du diesem Menschen Leid zufügst. Der will ja leben. No. Quello vuole vivere e tu gli fai del male. Darf ich nicht töten? Nein. Solange du leben willst, ganz bestimmt nicht. Allora, se vuoi vivere, no. Solange du leben willst, ganz bestimmt nicht. Allora lui dice, allora posso ammazzarmi? Visto? E lei dice, finché vuoi vivere, sicuramente no. Wenn du einen anderen Menschen tötest, tötest du einen Menschen, der leben möchte. Sì, das se tu uccidi un altro, uccidi uno che vuole vivere. Und das hat Folgen, nicht nur für ihn, sondern für mich. Kein das, Glück. E questo non ti porta a delle conseguenze, non solamente per me, neanche per lui. Ja, das, was ich für ihn, das interessiert mich jetzt nicht in diesem Zusammenhang. E in questo senso, quello che per es lui ist, non mi interessa. Es interessiert mich, was für einen Einfluss hat das auf mich. Ma mi interessa che cosa fa per me. Lieber Fascio. Caro Fascio. Diese Gedanken führen zu nichts. Questi pensieri non portano a niente. Du versuchst ein Geschäft abzuschließen. Tu cerchi di fare un affare. Und das geht nicht in diesem Bereich. E in questo ambito non funziona. Nicht viel wichtiger ist, was er gesagt hat. Du musst im es geht darum, dass du im Einklang mit dir bist, wenn du eine Entscheidung triffst. Ecco. Und auch im Einklang mit deiner Umgebung. Sì. La cosa che ihr vor allem. La cosa che ha detto lui è più giusta. E l'importante è che tu sei in armonia con te stessa e in armonia con gli altri. Ganz besonders mit deiner Frau. E specialmente con la tua moglie, con das la tua ist, donna. Das ist klar. Also, gut, und damit ist ja gut. E allora, allora, ja, chiaro, per, allora, was nach dem Tod passiert, das wissen wir nicht. E quello che succede dopo la morte non lo sappiamo. So rum nicht und so rum nicht. Né questa parte né così. Es gibt darüber viele Hypothesen. Ci sono tante ipotesi di quello. Christliche Hypothesen, hinduistische Hypothesen, überall ein bisschen verschieden. Ognuno è un po' diversa. Wir wissen es nicht. Ma non lo sappiamo. Ich tendiere, dazu einer Hypothese. Auch da, ich weiß das auch nicht. Neanche io so. Tendo a un'ipotesi. Wie sie Thich Nhat Hanh sehr schön erläutert. Come immer dice, wieder. Dice molto bello. Dass es kein individuelles Fortbestehen gibt. Lui dice che non esiste un andare avanti individualmente. So, dann musst du dir darüber auch gar keine Gedanken machen. E allora non ti devi fare pensieri. Es geht nichts verloren. Niente va perso. Ma alles wird neu zusammengesetzt. Tutte le cose rinascono nuove. Warum soll das für das Geist-Gefühlssystem, das manche Menschen Seele nennen, anders sein als für den Körper? Perché deve essere questo per l'anima diverso che per il corpo? Che tante persone l'anima la traducono in sistema, mente e fisica. No. Oh, so. Und dann kann man auch keinen Handel mehr treiben. E allora non si può più fare gli affari. Wie viel kann ich mir leisten, ohne schlechtes Karma zu kriegen? Quanto posso permettermi senza crearmi un cattivo karma? Verstehst du? Capisci? Darum geht es nämlich gar nicht. Non si tratta assolutamente di questo. Das ist gut. Ich finde, das Thema ist wunderbar in diesem Gremium anzuschauen. Oh, es, ja. Es hat mir es kann mir etwas helfen, es muss mir nicht etwas helfen. Es ist an anderen Orten, finde ich, weniger Resonanz.
Deswegen das ist richtig. Ja, ja, ja. Gehört nicht jetzt ins Wirtshaus. No, ja. Ecco, io qui riesco a parlare di queste cose, però in altri ambienti no. E perciò mi aiuta un po' a capire. No? Hunger. Eine Anekdote am Rande. Wir hatten in Luzern ein Stadtoriginal, der ist immer rumgelaufen mit Lorbeerkranz, Glocke, großen Schildern. Und den kannten alle und dann waren immer so kurze, knackige Sprüche drauf. Und der war, also hat sehr verrückt gewirkt und war aber blitzgescheit und gebildet. C'era also Luciano, un tipo stranissimo che andava vestito in modo molto strano e con un grande cartellone davanti e scritto. E Lorbeerkranz und eine Glocke und ist zurückgelaufen. Sì, e andava in giro con questo di Lauro. Questa corona d'alloro e con questo campanello. Però era un uomo estremamente intelligente. Ja. Genau, also man hat sie nicht angesehen, aber er war sehr geschickt. Nee, nee, non si vedeva esteriormente, però era una. Und eines Tages war an der Reuss bei uns am Fluss ein Schild von ihm. E una volta c'era il fiume di Lucerna, si chiama Reuss, no? E c'era un cartello. Hatte Krebs, nahm Abkürzung in Himmel. Ah, che bello! Avevo il cancro. Ho preso la scorciatoia in cielo. Ma che carino! In der Haltung hast du sicher kein schlechtes Karma. No, con questo. Tu non puoi avere un brutto karma con questo modo di pensare. Che carino! Incredibile! Incredibile! Oh, Hatschala. Oh, ist Mandala hier. Ja, ganz toll. Fein. Freuen wir uns. Es war so schön, ich durfte ja neben ihr sitzen, wie sie starb. Sie hat extra darauf gewartet. Wir hatten so verschiedene Wachen. Und ich durfte dabei sein. Lui era vicino quando è morta sua prima moglie. Und nachdem sie gegangen war, kam so ein wunderbares Lächeln. C'era un sorriso così grande. Also erstmal nicht, ne? Da fiel alles so. Mhm. Aber dann. All'inizio. Poi so, und da war ich jetzt gerade schon. Dann warst du ja bei was Schönem. Allora, ja. Hai potuto essere presente a una bella cosa. Aber das hatte so viel mit dem Vormittag heute zu tun, der Veränderlichkeit. E c'è tanto da fare con questa mattina. Col cambiamento, no? Aber es war jetzt für einen Moment so, als wolltest du traurig sein. Ja, das fällt natürlich erstmal als Verlust und taucht dann auf als Glück und Abzweigung in den Himmel. Sì. So ist es. Sì, lei dice, allora, per un momento sei stato triste. E lui dice, sì, però è anche stato un attimo di tristezza e però verso la felicità nel cielo. Genau so ist es. Esattamente così è. Und das Wichtige ist, dass man dann nicht an diesem traurig sich festhält. No, la cosa importante. Sonst verpasst man ja den Himmel. Che non ci attocchiamo alla tristezza, altrimenti se ne va via il cielo. Perdiamo il cielo. Auch hier unten, also weil wir jetzt Himmel sagen. Auch hier unten, auch hier natürlich. Unten, da kommt dann der Entschluss, will man das und da, weil es ist nicht, geht nicht um die Akzeptanz, sondern will man akzeptieren, dass das Leid einen davonträgt.
dann entscheidet man sich. Anche noi qui abbiamo, possiamo fare la decisione, vuoi che la sofferenza, il dolore ci toglie o vogliamo decidere noi. So, ich möchte jetzt noch zwei, drei Sätze vorlesen von Thich Nhat Hanh und dann müssen wir aber essen, sonst okay. Sterben wir ja alle. Vorrei leggere due, tre frasi di Thich Nhat Hanh. Andiamo a mangiare. Du kannst vielleicht schon mal das Nudelwasser einschalten. Ich habe mich schon organisiert. Super. Jetzt, Achtung, ja. Premanitra. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Einsicht in die Unbeständigkeit täglich tiefer wird. Allora dobbiamo stare attenti che la nostra visione nell'impermanenza rimanga sempre täglich tiefer wird. Ogni giorno più profonda. Tun wir das, so wird unser Leben an Tiefe gewinnen. Se riusciamo a fare questo, la nostra vita guadagnerà in profondità. Wir werden weniger leiden und mehr Freude am Leben haben. Soffriremo meno e avremo più gioia nella vita. Wenn wir doch immer denken, wenn wir uns nicht mit der Unbeständigkeit beschäftigen und sie raushalten aus dem Leben, dann geht es uns besser gehen. Aber es ist gerade umgekehrt. No, se noi pensiamo che non ci... kannst du das nochmal sagen, Entschuldigung. Ist gut, die beiden haben es verstanden. Okay. Wir werden den Grund der Wirklichkeit Nirvana berühren. Tocchiamo il fondo della verità Nirvana. Das Reich der Geburt und Todlosigkeit. Questo basta per la non esistenza della morte e della vita. Die Geburt. Della nascita. Indem wir die Unbeständigkeit tief berühren, nel toccare l'impermanenza profondamente, in fondo, berühren wir die Welt jenseits von Unbeständigkeit und Beständigkeit. Tocchiamo il mondo al di là della permanenza e dell'impermanenza. Wir berühren den Grund des Seins. Tocchiamo il fondo dell'essere. Und erkennen, riconosciamo, dass das, was wir sein und nicht sein genannt haben, che quello che noi abbiamo chiamato essere e non essere, nur Vorstellungen sind. È semplicemente delle immaginazioni. Nichts geht je verloren. Niente va perso. Nichts wird je gewonnen. Niente va guadagnato. Che bello. Che bello. Che bello. Favoloso. Ok. So werden wir jetzt Spaghetti in Menschen verwandeln. Era bellissimo. Und dann werden wir heute Nachmittag auf ähnliche Art uns beschäftigen, dann mit Nicht-Ich. Ancora anche pomeriggio, adesso andiamo a mangiare e poi oggi pomeriggio ci occupiamo ancora un po' come stamattina con non io. Und ihr könnt aber auch in der Pause weiter beobachten die Veränderlichkeit, die Unbeständigkeit. Sì, anche durante la pausa, se riuscite a osservare il cambiamento delle cose che cambiano. Um drei machen wir weiter. Alle tre si continua. Jai Jai Ram, Jai Jai Ram.
Schritt.